Anschluss danach nochmal die Gelegenheit nehmen, um nochmal ein bisschen weiter zu quatschen, vielleicht 15, 20 Minuten, weil wir das jetzt auch angekündigt haben. Ich denke, diese Kondition haben Sie alle mitgebracht. Ein kleiner Hinweis noch, das Ganze ist ja auch, wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt hier über Einnahmen reden, für einen guten Zweck, lassen Sie mich eben noch kurz erwähnen, wofür das gedacht ist. Das Geld, hat sich die Petra überlegt, wird dreigeteilt, also das, was durch diese Veranstaltung dann großzügigerweise reinkommt. Sie sehen zum Teil die Organisationen, die in der Flut sich gebildet haben und die dort entstanden sind. Unter anderem eben auch das Team Ballern. Natürlich auch wir waren mit dabei, das uns sehr freut. Also Robin Gut und der Theo Huber ist auch da. Theo Wiedmann, wo bist du? Hier hinten. Ne? Nicht quatschen, machen. So, und das sind drei Organisationen, wo die Petra sich gedacht haben, nicht nur schön, dass ihr da seid, sondern schön, dass es euch nach wie vor gibt. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass wir uns diese Einnahme, diese Spende aufteilen. In meinem Fall kann ich sagen, dass wir damit im Ahrtal direkt wieder Bäume pflanzen werden. Und zwar bei keinem geringeren als dem lieben Udo, der uns natürlich wieder Flächen dafür zur Verfügung stellt. Weil das, was wir einmal dort angefangen haben, bringen wir natürlich auch zu Ende. In der Hoffnung, dass uns ganz, ganz viele folgen werden. Ja, insofern Dankeschön, wenn Sie das mit der Spende sehr großzügig bedenken. Von klein bis groß, wir freuen uns über alles. So, ihr zwei seid ihr präpariert, sich ein erfreutes Kopfnicken, habt ihr zu trinken, fühlt ihr euch wohl, habt ihr einen gemütlichen Sitzplatz, habt ihr das Handy im Flugmodus und seid ihr bereit? Ja, sie reden nicht mit mir, aber das ist doch nicht wichtig, Hauptsache sie reden mit euch. Du bräuchtest natürlich auch ein Mikrofon, mein Mikrofon. Dann übergebe ich jetzt mein Mikrofon an die beiden. Viel Spaß und gute Unterhaltung mit Sandra und dem Wippi. Ja, herzlich willkommen bei Stern TV und wir starten. Ich träume, dass ich eine Treppe hinunterfalle. Es gibt einen lauten Knall. Dann nur noch Stille. Ich warte darauf aufzuwachen. Doch dies ist kein Traum. Ich bin wach. Aber die Realität, die reale Vorstellung von dem, wie es sein müsste, ist weg. Die Welt ist auf Pause gedrückt. Kein Ton, nur ein Standbild. Menschenleere Straßen. In gespenstische Stille getaucht. Mein rational geprägtes Gehirn kann das Gesehene nicht verarbeiten. Autos, die aus meterhohen Stapeln, aus Bäumen, Weinfässern und Müll herausragen. Wo kommt das alles her? Welche Kraft hat hier gewirkt? Was ist hier passiert? Frage ich mich immer wieder. Meine Orientierung sagt mir, die Ahr muss zu meiner Linken liegen. Aber zu sehen ist sie nicht. Wie weit müssen die Naturgewalten gewirkt haben? Meine Vorstellungskraft ist überlastet. Mein Kopf fühlt sich dumpf an, wie ein Film, stumm geschaltet, weil die Bilder allein schon übermächtig sind. Ich funktioniere nur noch. Weilpotsheimer Alte Leid 2018 steht auf den schlammverschmierten Etiketten der Weinflaschen, die neben zwei Weingläsern am Kreuz Ecke Weilpotsheimer Straße, Pfaffenbergstraße stehen. Was war denn hier los? Überbleibsel eines Gelages? Denke ich und schaue mich um. Kurios, an welche Details sich das menschliche Gehirn erinnert, wenn die Welt plötzlich stillsteht. Dazu dieser Geruch, den du nie wieder aus der Nase bekommst. Dieses Gemisch aus Öl, Gas, Alkohol, Fäkalien und Verrottung. Ein Gestank, der sich in jeder Pore festzusetzen scheint, durch jede Faser dringt. Dieser Geruch wird für mich untrennbar verbunden sein mit jedem Tag, der mein Leben für immer verändern sollte. Okay, jetzt weiß ich, worüber ich rede. Also die Prognosen, wo ich eben schon von erzählt hatte, wie sie uns also vorlagen, wo das Hauptgebiet sein soll, wo das Hauptniederschlagsgebiet runtergehen soll. Und wenn man die Amplitude richtig deutet, dann geht es hier bis 200 Liter. In den Nachrichten sprach man von 300 Litern. Also es war irgendwo im dreistelligen Bereich und in dem Bereich, dass man sagen
musste, dass es auf jeden Fall sehr gefährlich wird. Bei uns war es tatsächlich so, es ist ja bei uns flach, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber bei uns kann man schon sonntags sehen, wer montags zu Besuch kommt. Und dementsprechend war es aber auffällig, dass die Senken bei uns, also bei euch sind das kleine Hügel, also die Senken standen bei uns voll mit Wasser, weil es schon Tage vorher die ganze Zeit geregnet hat und der Boden nur noch bedingt aufnahmefähig war. Als dann der 14. Juli eintrat, war es dann so, dass wirklich das Wasser nirgendwo mehr hin konnte. Die Senken liefen voll auf den Feldern und man konnte deutlich erkennen, dass jeder Liter, der jetzt runterkommt, nicht mehr in den Boden geht, sondern nach oben geht. Und dementsprechend haben wir uns dann noch ein Pumpaggregat zu Hause gemietet oder geliehen von einem Freund, der Erdbeeren anbaut. Ich glaube, alle 3 Minuten 20 Kubik pumpt das weg, ein Dieselaggregat für hinten an den Trecker dran. Und wir haben dann probiert, unsere Reitanlagen alle freizuhalten. Die anderen 2 Anlagen waren so präpariert, dass wir automatisierte Pumpen installiert hatten in den Schachtringe. Davon ist eine dann auch kaputt gegangen. Da musste der Werkstattwagen schnell wieder rüberflitzen zu dem Hof und da helfen. Und bei dem Hof, wo ich war, wo jetzt die größte Gefahr war, da hatten wir dieses riesen Pumpaggregat. Dann war es ja so, wie ich eben erzählt hatte, wir haben bis abends gekämpft, die Anlagen einigermaßen wasserfrei zu halten. Abends habe ich dann, oder am nächsten Morgen mit Willem telefoniert über die ganze Situation. Willem hat mich dann aufgeklärt, was tatsächlich passiert ist. Und ich habe dann nur gesagt, wenn du fährst, dann fahre ich auch, weil Willem wollte mit dem LKW, mit dem Radlader fahren. Dann habe ich gedacht, okay, ich komme mit dem Hakenliftcontainer, mit dem Traktor. Das heißt, wir sind 240 PS Schlepper von Fendt, hinten ein Hakenlift, den man absetzen kann, den Container, dass man dann mit dem Radlader aufladen kann oder zum Not auch händisch aufladen kann. Ja, liebe Freunde, meine Schiebe sind von nass von letzter Nacht, aber ich fahre jetzt los Richtung Haribo, da ist Treffpunkt mit Wilhelm Hartmann und von da aus werden Fahrzeuge koordinieren und Hilfskräfte. Jeder kann irgendwo helfen, sei es finanziell oder eben per Hand oder mit Maschinen. Und das sollte uns keine Aufruf sein. Im Moment besaufen alle möglichen Reitanlagen, die auch im Erdkreis ab oder Kreis Euskirchen, weil die Bäche aus der Eifel natürlich bergabfließen und da eben durch die Kreise ziehen. Da wird auch dringend Hilfe benötigt. Von mir sind auch Mitarbeiter unterwegs mit einer Pumpe, mit einem Dieselaggregat, was uns Konstantin Möller zur Verfügung gestellt hat. Und pumpt Reitanlagen, aber das funktioniert alles nur, wenn wir da zusammenstehen. Deshalb hier keine Aufruf, wo es geht und bietet eure Hilfe an. Mit der Koordination ist das alles schwierig. Wie gesagt, ich freue mich und das war dann zum Haribo und schaue, was ich helfen kann. Also hier sollte jetzt eigentlich ein Film parallel ablaufen. Das wäre so das erste Bild gewesen. Man sieht da unten noch meine Gummistiefel, die ich dann den Abend vorher an hatte. Die waren noch gletschnass von innen. Ich habe mir noch mal ein paar Arbeitsschuhe mitgenommen. Ich sitze hier auf dem Traktor bei uns zu Hause und fange dann schon an, sozusagen Aufrufe zu machen, weil mir einfach zugetragen wurde, dass viele Reiterlagen betroffen sind und Pferde Stellplätze brauchen. Wir hatten dann bei uns selber auf der Reitanlage so viele Pferde aufgenommen, dass wir die Pferde draußen auf den Weiden stehen lassen mussten. Eine Stute mit Fohlen. Wir wussten gar nicht, wo die Pferde herkamen. Ich habe da auch von all dem gar nichts mitbekommen. Das haben die Pferdeleute alles unter sich organisiert. Das war eine bombastische Hilfe. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Pferde verteilt wurden auf alle möglichen Reitanlagen im näheren Umkreis. Ich hatte einen Post gemacht und dann konnte jeder drunter schreiben, wie viele Boxen er her hat oder wie viele Pferde er aufnehmen kann. Und die Kommunikation ging dann eigentlich auch nur über Social Media. Es war eben auch die Situation, dass viele Funkmasten, ich bin ja von hier aus dann, also von Köln aus Richtung Ahrtal gefahren, viele Funkmasten waren gar nicht mehr verfügbar, weil die einfach durch die Flut betroffen waren. Man hatte also kein Internet, man konnte überhaupt gar nicht mehr kommunizieren. Und wenn man einen Aufruf gemacht hatte und sobald man Kontakt hatte mit irgendeinem Funkmast, dann funktioniert auch das, dass das rausging, dieser Aufruf. Das war immer so ein Glücksspiel.
Ja, liebe Freunde, liebe Kollegen, ihr müsst... Also die Filme... Die Filme scheinen nicht zu funktionieren, nur der Ton. Man hat aber... Ihr müsst jetzt ganz schnell handeln. Die Feuerwehr Düren hat mich angerufen. Die Gemeinde Inden läuft zu oder die Stadt Inden. Es gibt aktuell keinen Kontakt zu den Bewohnern. Es werden ganz dringend Radlader angefordert. Ihr müsst über die Autobahn nach Inden fahren. Also mehrere Gemeinden laufen wohl voll und es gibt keinen Kontakt mehr mit den Menschen, die da wohnen. Die Menschen müssen mit der Radlader-Schaufel oben aus den Häusern runtergeholt werden. Bitte, bitte ganz schnell handeln, ganz schnell weitergeben an alle Kollegen, an alle Bauern, an alle Bauunternehmer. Alle bitte nach Inden fahren. Es gibt keine Koordination. Ihr müsst über die Autobahn dahin fahren. Wenn ich Informationen habe, gebe ich euch die weiter. Ja, das wäre der offizielle Aufruf dann von mir als Film auf Facebook. Ich wusste, dass dann viele Leute schon zuschauten. Der Chef von der Feuerwehr aus Düren hatte mich kontaktiert und meinte, Herr Wipperfürth, wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr, wir können keinen mehr erreichen. Machen Sie bitte den Aufruf, so wie ich den hier gemacht habe, dass die Bauunternehmer alle nach Inden fahren. Das Problem war, dass sich eine Welle auf Inden zubewegte, eine Flutwelle. Die Welle ist allerdings dann in den Tagebau hinten reingelaufen. Das Tragische an der ganzen Sache war, dass da ein Menschenleben, ja, es hat ein Menschenleben gekostet. Es wäre aber je nachdem fataler gewesen, wenn diese Welle nicht in den Tagebau geflossen wäre, sondern in die Ortschaft rein. Wir haben dann diesen Aufruf gestartet. Von mir zu Hause aus sind dann auch zwei Teleskoplader losgefahren. Mein JCB mit einer Erdmulde ist losgefahren. Die sind alle nach hinten gefahren und haben letztendlich dann auch da einiges an Arbeit gemacht, direkt vor Ort. Ich möchte einfach nur Danke sagen für deinen Aufruf. Am Feuerwehrhaus in Inden trafen Traktoren mit Kippkarren, Saugfässer und sogar Bagger und Rad- oder Teleskoplader ein. Da mein Elternhaus selber betroffen war, hat es mich umso mehr gefreut, dass ein Mitarbeiter von dir mit dem JCB ca. 40 Tonnen Geröll und Kies abgefahren hat. Alles super unkompliziert und schnell gemacht. Das war einfach eine klasse Aktion. Mir bleibt einfach nur Danke zu sagen, auch im Namen von ca. 40 Anwohnern. Auch ich kann mich nur immer wieder bei allen bedanken, die helfen und betonen. Wir sind eine starke Gemeinschaft, wahrscheinlich die stärkste Gemeinschaft von ganz Deutschland. Da haben wir jetzt leider auch kein Bild, aber das ist das mit dem Traktor. Also das ist jetzt meine Fahrt ins Ahrtal. Hier bin ich im Prinzip so in der Mitte zwischen Köln und Ahrtal. Da waren eben auch die ganzen Straßen überflutet, weil die Flüsse vom Ahrtal sozusagen Richtung Rhein oder Niederrhein fließen. Für mich war es eine eigenartige Situation, weil ich ja auch nicht wusste, kann ich da fahren, kann ich da nicht fahren, ist überhaupt die Brücke noch da. Es war dann auch nachher so, die nächste Ortschaft, größere Ortschaft, die ich erreicht hatte, blieben auf einmal alle Fahrzeuge vor mir stehen, weil vor uns eine Brücke komplett eingestürzt ist, wo die Erft runter durchfloss. Und dann haben wir alle gedreht und sind dann einen anderen Weg gefahren. Also es war irgendwie so eine Situation, wo ich mir überlegt habe, fährst du jetzt überhaupt weiter oder fährst du nicht lieber nach Hause? Weil ich ja genau wusste, dass diese Flutwelle, die jetzt hier von der Eifel runterkam, auch uns in Bergheim treffen würde. Das heißt, unsere Reitanlage, Bockstammeln, liegt nicht weit weg von der Erft und ich hatte die ganze Zeit ein ungutes Gefühl, meine Heimat zu verlassen, um dann eben Luftlinie 70 Kilometer weiter weg in den Tal zu fahren und da zu helfen. Aber ja, meine Mitarbeiter sind dann auch alle ausgeströmt und haben überall geholfen mit diesem Dieselpumpaggregat und so weiter und haben einfach das getan, was möglich und nötig war. Wie in Trance funktioniere ich. Versuche, das surreal Gesehene und Erlebte einzuordnen in Parameter, die meinem Gehirn bekannt sind. Kaum biegt der kleine Schwarze in die Heerstraße ein, fühle ich mich an das Set eines Science-Fiction-Films versetzt. Totenstille, menschenleer. Als wäre ich allein auf der Welt. Wieder ein Bild, das mein Gehirn nicht zuordnen kann. Die Feuerwehrleute, die ich schließlich ausfindig machen kann, passen in die postapokalyptische Szenerie.
Sie sind gezeichnet von einer Nacht, die tausende Menschen noch Jahrzehnte begleiten wird. Irgendwann in den nächsten Tagen sollten Wilhelm und ich den Begriff der Gefühlswaschmaschine prägen. Und gerade fühle ich mich wie im Schleudergang. Anhand der Bilder, die meine Hinfahrt prägten und ein emotionales Wechselbad aus Unglauben, Verzweiflung und purer Fassungslosigkeit auslösen, glaube ich annähernd ahnen zu können, was die Menschen erlebt haben. Doch wie unwissend ich in Wirklichkeit war, ob der ungeahnten Dimensionen und unvorstellbaren Szenarien, die noch vor wenigen Stunden hier sich abgespielt hatten, sollte sich bald herausstellen. Es ist 13.42 Uhr, als uns die Wirklichkeit einholt. Nachdem unser kleiner Konvoi von der Bundesstraße nach Walpertsham abgebogen ist, erwartet uns im Kreisel am Ortseingang ein Gemisch aus Schlamm und braunem Wasser, durch das ich den kleinen Schwarzen lenke. Doch die Walpertshamer Straße sieht recht sauber aus, wiegt uns in trügerischer Sicherheit. Aus dem menschenleeren Szenario stechen zwei Fahrradfahrer heraus. Gehölze, Äste, aber auch zerborstene Möbel sind auf Fahrbahn und Bürgersteig verstreut. Doch erst ein Gastank, der scheinbar wahllos vor der ehemaligen Weinbauschule liegt, sollte der Vorgeschmack sein für das, was uns nur Minuten später erwartet. Nur ein paar Meter weiter sollte mein analytisch geprägter Verstand endgültig aufgeben. Meterhohe Stapel aus scheinbar willkürlich zusammengewürfelten Gegenständen wie Holz, Müll oder Weinfassern, in ihrer Absurdität nur noch gekrönt von Autos, die aus dem unerklärbaren Chaos herausstreichen, blockieren die Straße, ragen bis in die oberen Etagen der umgebenden Häuser. Noch immer versuche ich zu verstehen, was passiert ist, die Puzzleteile aneinander zu reihen. Tja, das war die Situation, wie ich es dann vorgefunden habe. Ich habe die ganze Zeit probiert, irgendwie mehr zu erklären, wie das alles dahin kommt, weil die A 300-400 Meter links von uns verlief. Aber wie kamen diese ganzen riesen Baumstämme dahin? Für das alles gibt es ja eine einfache Erklärung. Die ganzen Brücken im Ahrtal, das waren glaube ich 65 Brücken, die jetzt nicht mehr da sind, beschädigt sind, haben sozusagen wie so ein Sieb gewirkt und haben die ganzen Baumstämme und alles aufgehalten, was durchfließen sollte durch die zum Teil alten Rundbögen. Das waren ja ganz tolle uralte Brücken. Das ist alles verklastert worden und dann ist die Welle aufgestaut worden. Dann ist das Wasser zum Teil über die Brücken geflossen oder an den Brücken vorbei. Und so ist auch hier das Wasser auf die Bundesstraße gelaufen. Und das war das Gefährliche auch in Walpertsheim, was eben auch viele Betroffene erzählt haben, wie der Markus Kelter, dass das Wasser nicht von der A kam, sondern es kam genau aus der anderen Richtung. Also man wurde von beiden Seiten eingekesselt sozusagen. Markus Kelter stand auch vor der Entscheidung, fahre ich jetzt mit meinem Auto noch schnell weg, damit ich mein Auto noch retten kann, oder gehe ich jetzt in den ersten Stock? Und er hat Gott sei Dank die richtige Entscheidung getroffen, weil sein Auto wurde dann später irgendwo gefunden. Und allein die Situation in völliger Dunkelheit bei Menschen, die dann um ihr Leben schreien, das zu erleben oder erleben zu müssen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie als das, was ich jetzt mitbekommen habe. Ich musste mir erklären, was passiert war, und andere haben es live miterlebt, was passiert ist. Und für mich kam mehr und mehr immer die Erkenntnis, wie es vonstatten gegangen ist. Man hat ja diese Baumstämme gesehen, wie ich mit dem Trecker ankomme, wo die Autos verklastert in den Baumstämmen sind. Da haben wir dann angefangen aufzuräumen. Wir haben erstmal überlegt, was machen wir jetzt? Da gibt nur eine Möglichkeit oder eine Aufgabe ist wegräumen, aufräumen, dass die Hilfskräfte über die Fahrtwege dann zu den Häusern kommen, wo eben man nicht mehr hinkam. Und wir hatten auch die ganze Zeit die Hoffnung, noch Menschen vielleicht zu finden, aus den Häusern rauszuholen, was ich dann auch bewahrheitet hatte. Nachts wurden dann noch Leute rausgeholt, die es eben nicht mehr geschafft hatten, wegzukommen. Und ich wollte einfach mir einen Überblick verschaffen, habe dann den Traktor geparkt, der wurde eh beladen, wollte über eine Mauer klettern, um dann mal hinter diese Anschwemmung zu kommen. Und ich gucke über die Mauer drüber und dann liegt da eine Leiche, die einfach nur provisorisch mit einem Tuch abgedeckt war. Da hat es dann bei mir Klick gemacht, dass es hier anscheinend so eine überraschende Flut war für viele Menschen, dass wir hier mit Sachen rechnen müssen, die man so nicht kennt. Also ich habe Zivildienst gemacht, weil ich kein Blut sehen kann.
Und hier muss man sich eben die Frage stellen, mache ich jetzt weiter oder mache ich jetzt an dem Punkt, ist es Schluss, ich kann das nicht, ich fahre wieder weg. Ich habe mir so eine Art Selbstschutz aufgebaut, sobald irgendwas gefunden wurde, und das waren die Baggerfahrer natürlich, die irgendwas gefunden haben, habe ich mich rumgedreht und bin weggegangen, weil ich das sonst nicht ertragen hätte. Das war so die Situation, mit der man noch ziemlich reingelassen war, weil man ja überhaupt keine Ahnung hatte. Also ich bin da hingefahren, ich habe noch abends zu meiner Frau gesagt, bis heute Abend, morgens zu meiner Frau gesagt, bis heute Abend. Im Endeffekt bin ich 3 Tage da geblieben, weil wir gemerkt haben, wir können hier nicht weg. Wir müssen hier einfach aufräumen. Wenn hier einer aufräumen kann, dann sind wir das mit schwerem Gerät. Weil die Feuerwehr, natürlich haben die auch einen Radlader und so, aber wir brauchten hier hunderttausende Radlader, um diese Flutkatastrophe auf insgesamt 70 Kilometer sind es, glaube ich, ne? Irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das war dann auch so die Zeit, wo ich mir ziemlich unbeholfen vorkam, dann aber den Entschluss gefasst habe, einfach Aufrufe zu machen, die Leute zu aktivieren, zu motivieren, zu kommen. Das war dann eben auch am nächsten Morgen, kam dann auf einmal ein Tross mit, weiß nicht, 50, 60 Traktoren, die hatten Anhänger hinten dran mit Radladern, mit Teleskopladern, einen riesen Radlader mit dabei. Die sind aber eben aus dem Westerwald einmal mit der Fähre übergesetzt und haben uns dann geholfen. Die kamen morgens um 6 Uhr an. Das war dieses Gute an Social Media. Das wird ja oft verteufelt, aber wenn man Social Media für was Gutes einsetzt, dann kann es genauso gut funktionieren wie das Schlechte auch. Und das war dieser Effekt, der dann eben passiert ist. Ich habe dann immer gefilmt, ich habe dann gezeigt, was wir brauchen. Jetzt haben wir sogar Schreibbagger hier aus der Schweiz. Wir kennen ja keine Schreibbagger bei uns. Wofür? Ne? Und es war einfach der helle Wahnsinn, wer und was da auf einmal ankam, mit welchem Material. Da waren Bagger bei. Das war für mich die Bauma sozusagen. Das Kind in mir hat sich natürlich gefreut, aber die Freude war natürlich gedämmt über das, was hier wirklich passiert ist. Aber auf so eine Manpower zurückgreifen zu können, das war einfach unfassbar. Vor allem diese ganzen Situationen, die man hier meistern musste, man konnte nichts sehen. Dann lag auf einmal hier ein Kanaldeckel. Vor einem war nur Schlamm. Der Kanaldeckel fehlte irgendwo. Es war also auch saugefährlich, durch den Schlamm zu laufen. Wenn auf einmal einer weg war, dann hätte nicht gewusst, wo ist er hin. Und es ist bei dem ganzen Chaos, was da war, nichts passiert. Also nichts Gravierendes passiert. Es sind in der A insgesamt, glaube ich, 3 Bagger umgekippt. Einer leider, glaube ich, auf die falsche Seite. Wer Bagger fährt, weiß, dass es die falsche Seite ist. Das ist nämlich da, wo ich die Tür aufmache, um rauskommen zu können. Der hat es Gott sei Dank auch geschafft. Und das sind so die Sachen, wo man sagen muss, da kann man dem Herrn Gott auch nur danken, dass im Nachhinein nicht noch irgendwas Schlimmes passiert ist. Wir sind über Brücken gefahren, die unterspült waren. Wir mussten immer selber entscheiden, fahren wir da drüber, fahren wir nicht da drüber. Und dadurch, dass wir eben diese ganzen Fachleute da hatten, jeder, der mit dem Bagger dahin kam, der arbeitet ja mit dem Gerät. Jeder, der mit dem kleinen Radler dahin kam oder mit diesen Hoftrucks, die ihr alle von den Höfen kennt, um Pferdeställe zu misten, um Kuhställe zu misten, die arbeiten ja tagtäglich mit dem Gerät. Es hätte uns nichts gebracht, wenn da jetzt Menschen hingekommen wären, die nur eine Einweisung haben auf dem Gerät, aber nicht wissen, wenn du eine Schaufel voll hast mit Matsch, die dann 1 Tonne wiegt und das Gerät selber wiegt nur 1,2 Tonnen und ich damit um eine Kurve fahre, das Ding umkippt. Und das war einfach das Unfassbare. Also ich sag mal, so wie es gelaufen ist, es hätte nie besser laufen können, wir einfach alle Fachleute da hingekriegt haben, die einfach perfekt mit ihren Maschinen umgehen konnten. Es war eben auch so, dass Landwirte aus Norddeutschland, Süddeutschland hinkamen, die sind 9 Stunden mit dem Traktor gefahren, die haben dann 24 Stunden da drauf gesessen, erstmal mitgeholfen, das Gröbste wegzuräumen, bevor sie dann erstmal 3 Stunden auf dem Traktor geschlafen haben. Es gab ja keine Schlafplätze. Die sind dann zum Teil eine Woche da geblieben, sind dann wieder nach Haus gefahren oder haben sich ablösen lassen. Die Traktoren waren ja eigentlich alle zu Hause im Einsatz. Wir waren mitten in der Erntezeit. 14.07. ist bei uns Hauptverdienstzeit, wo ich eigentlich mein Geld beim Lohnbetrieb verdienen muss. Und das muss man auch sagen, dieses Umfassende. Wir da unten am Helfen, zu Hause die Berufskollegen, die dann gesagt haben, du bleibst unten, ich mache deine Arbeit mit, kostet dich nichts. Alles kostenfrei. Es war einfach unglaublich. Und dann die Situation mit unserem Lohnbetrieb. Wir hatten damals 4 große Bagger, haben wir auch Abrisse gemacht. Das heißt, ich wusste ja auch, was passiert, wenn wir jetzt mit den Gummireifen durch Matsch fahren, wo Eisen liegt, wo Metall liegt, dass wir uns die Reifen kaputt fahren. Das war alles logisch.
haben wir Aufrufe gemacht, dass wir Firmen brauchen, die uns die Reifen reparieren. Dass wir Hydraulikfirmen brauchen mit mobilen Werkstattwagen, dass unsere Hydrauliksprecher repariert werden. Wir hatten an einem Tag, war es glaube ich, insgesamt 77 Reifenreparaturfirmen im ganzen Ahrtal verteilt. 77 Stück. Der Herr Linnertz sagte bei der Pressekonferenz nach 3 Wochen, dass sie einen Werkstattwagen organisiert haben. In der Pressekonferenz im Fernsehen. Da wäre ich da fast reingehüpft, weil der hat überhaupt keine Ahnung. Also ein Werkstattwagen bei 70 Kilometer Katastrophenlänge ausmacht, nämlich gar nichts. Ne? Und es war immer abhängig davon, dass die Bagger am Laufen waren, dass die Radler am Laufen waren. Sobald einer von denen stand, stand nämlich die ganze Kette dahinter auch. Das heißt, wir mit den Transportfahrzeugen, wir standen dann alle. Hatten zu Hause Arbeit genug. Und dementsprechend habe ich immer probiert, auch die Motivation in der Gruppe zu halten. Und das hat sich ja alles auch selber entwickelt. Das war ja nachher wie so ein Festival-Feeling in der Katastrophe, muss man sagen. Diese ganze Belastung hältst du nur aus, wenn du dich abends auch mit Leuten mal hinsetzt, ganz Flasche Bier in der Hand, einfach mal über das reden, was man so den ganzen Tag gesehen hat, erfahren hat. Wir haben ja nicht alleine da gesessen, wir haben mit den Betroffenen da gesessen. Wir wussten zum Teil gar nicht, ist das jetzt ein Helfer oder ist das ein Betroffener? Und wir wussten eigentlich ja gar nichts voneinander. Die Betroffenen dachten, wir wären offiziell geschickt worden. Und ich dachte immer, gut, das sind jetzt Helfer, die hier am Grillen sind. Nee, das waren Betroffene, die den Inhalt ihres Kühlschrankes, weil sie ja keinen Strom hatten, uns dann zu essen gemacht haben. Ne? Und das war einfach so ein Miteinander. Also ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist. Also wirklich, das war so ein Verlassen aufeinander. Ich hätte mein Portemonnaie, ich habe meinen Trecker nie abgeschlossen. Ich habe bei mir auf dem Traktor Leute fahren lassen, die kenne ich bis heute nicht. Ich weiß gar nicht, wie damit gefahren ist. Wenn ich dann nicht mehr konnte, habe ich gesagt, einen Aufruf gemacht, habe gesagt, mein Trecker steht in Waldbezheim in der Kapelle wertlos zu fahren. Dann saß wieder irgendwer drauf und zu 99% ist es gut gegangen. Hat dann auch irgendwann mal einen Kotflügel gekostet oder so, aber das war völlig egal. Hauptsache, wir haben geschafft, diese tausende Tonnen da wegzuschaffen. Videopause. Ja, ich bin hier über 9a. Wir räumen hier, oder probieren hier die Straße zu räumen. Das ist echt übel. Bis hier vorne lag der Müll mit Autos gemischt und ja, eine Person ist wohl noch vermisst. Aber der Müll hier, oder das scheint gut, geht noch weiter. Auch in die Ecke noch rum. Ja, die Firma Willem Hartmann ist aufs Fuller hergekommen. Die Mitarbeiter mega fleißig hier und ja, wir sind hier im Prinzip alleine. Ich fahre den Kram weg und hier ist kein Strom. Wir sind ganz volle Hotels und Weingüter und ja, das hier in der Gosse ist tatsächlich Rotwein und auslaufenden Wein. Also richtig, richtig übel. Gut, das hier lässt sich alles beheben, aber der Personenschaden, der entstanden ist, ja, heftig. Es sind Ihre Schuhe, die mir sofort ins Auge stechen. Puschelhausschuhe. Fluffig, komfortabel und die denkbar ungünstigste Fußbekleidung, die man sich in 20 bis 30 cm tiefem Schlamm nur vorstellen kann. Sie stecken an den Füßen einer älteren Frau, Die an der Ecke Waldbotsheimer Straße, Josefstraße, durch Dreck und Matsch wartet. Wieder ein eklatanter Widerspruch, den mein Gehirn nicht einordnen kann. Gemütliche Puschen, Überbleibsel einer heilen Welt, mitten in Chaos und Ausnahmezustand. Demenz oder Schock wäge ich als erklärende Ursache ab und frage, ob ich helfen kann. Freundlich weise ich sie auf die Wahl ihres Schuhwerks hin und schlage vor, vielleicht etwas Passenderes anzuziehen. Kommen Sie mal mit, sagt sie nur. Und wenig später stehe ich erstmals in einem flutgeschädigten Gebäude. Der Anblick von durchs Fenster gedrückten Möbeln, tonnenschweren Bäumen auf Garagendächern oder Gastanks auf Autos hätte mich eigentlich auf den Blick ins Innere eines von solchen Naturgewalten getroffenen Hauses vorbereiten sollen. Hat er aber nicht. Unvorstellbar und oh weia sind mit die einzigen Wörter, die mir angesichts des Ausmaßes der Zerstörung über die Lippen kommen. Im Wohnzimmer liegt kein Teppich auf dem Boden, steht kein Sofa. Nichts erinnert mehr daran, dass dies einmal ein Rückzugsort war. Boden und Wände sind mit einer dicken Schlammschicht überzogen, lassen erahnen, wie weit sich die Flut ins Haus gedrängt hat, wie hoch das Wasser in jener schicksalshaften Nacht gestanden hat.
Bis auf wenige verrückte Möbel herrscht erschreckende Leere. Vereinzelte Dekogegenstände lassen ein einst gemütlich eingerichtetes Zuhause vermuten. Rutschen Sie mir nur nicht aus, mahnt die ältere Frau und zeigt auf eine ebenfalls leere Stelle. Dort haben meine Schuhe gestanden. Wieder macht es Klick in meinem Kopf. Ein ganzes Leben wurde hier weggeschwemmt, nicht nur ein paar Schuhe. Gewöhnliches Hochwasser lässt Keller vorlaufen. Vielleicht auch mal ein paar Zentimeter im Erdgeschoss. Doch diese Welle hat ganze Leben ausgelöscht und mitgenommen. Ich mache nur ein kurzes Video. Bin mir nicht sicher, ob sie verstanden hat, dass der Clip in den sozialen Medien von vielen tausenden Menschen abgerufen werden könnte. Halte die Kamera nicht auf ihr Gesicht, zeige nur die zerstörte Wohnung. In der Zwischenzeit stößt eine Verwandte der Frau zu uns. Nach dem Video unterhalten wir uns noch ein bisschen. Jedes Gespräch mit Betroffenen macht die schier unfassbare Naturkatastrophe greifbarer, gibt ihr ein Gesicht, verbunden mit einem persönlichen Schicksal. Und mit jeder zusätzlichen Information füllen sich auch sukzessive die Leerstellen, die mir nach wie vor für ein erklärendes Gesamtbild fehlen. Dazu haben wir jetzt auch ein Video, das Andrew jetzt magischerweise ans Laufen bringen wird. Also ich gucke jetzt mal ins Wohnzimmer bei Ihnen. Also ich kann sagen, dass die Dame immer noch, Gott sei Dank, lebt, war schon wirklich oben in all das. Und am 17.12. habe ich die Waldpforzheimer ältere Garde, sage ich mal, eingeladen auf ein Café bei uns ins, auch ein kleines Café auf der Burg Stammeln. Und die werde ich dann am 17. abholen. Und da freue ich mich schon riesig drauf, weil man wirklich so viele nette Menschen kennengelernt hat im Ahrtal. Und wir haben immer gequatscht im Versorgungszelt, das war ja wirklich so der Treffpunkt, wo man dann seine Sorgen los wurde oder überhaupt ganz normal mal gesprochen hat. Und bei unserer letzten Lesung in Waldpforzheim jetzt vor, wann war das? Letzte Woche. Letzte Woche, ja. Meine Woche, genau. Ja, ich bin ein bisschen daneben, sorry. Das, da haben wir uns dann wieder getroffen, die Hanni und ich, und ich habe sie dann gefragt nach ihr, ob sie einigermaßen fit ist. Und da freue ich mich schon riesig drauf, weil wir uns ja sonst gar nicht mehr so sehen zusammen. Es gibt ja keinen Treffpunkt oder ein Café oder irgendwas in Waldpforzheim. Das ist ja alles irgendwie leider nicht mehr da. Jetzt kommt der nächste Film. Jeder kann irgendwo helfen, sei es finanziell oder eben
per Hand oder mit Maschinen. Jetzt, nach 6 Monaten, ist die Hilfe immer noch ungebrochen. Durch die Beiträge, durch das Zeigen der Not, durch die Darstellung, wie es jetzt gerade im Moment in den Häusern aussieht, ohne bei den Betroffenen. Das soziale Engagement auf Social Media bedeutet für mich, meine Reichweite zu nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen, um Probleme zu lösen und um einfach den Menschen zu helfen. Macht alle was. Jeder was Kleines oder ist etwas Großes. Die BTV. Darf ich filmen? Meine Metamorphose vom Traktoristen zum Ahrtal-Dokumentator verläuft schleichend. Findet etwa in der 2. Woche seine Vollendung. In der Zeit vom 16. bis 22. Juli 2021 steigt meine Beitragsreichweite um mehr als 1000%. Posts erreichen knapp 16 Millionen Aufrufe. Meine Videos werden von knapp 67 Millionen Menschen angeschaut. Ja, dann können wir mal klatschen. Reichweite, von der selbst etablierte Medien nur träumen können. Mich teilweise bitten, ihre Beiträge auf meinem Kanal zu teilen. Viele versuchen anzudocken, über mich ein breites Publikum zu erreichen, sich meine Reichweite zunutze zu machen. Bei einigen lasse ich es zu, bei anderen nicht. Je nachdem, ob es der Ahrtal-Hilfe dienlich ist und uns nach vorne bringt. Meine ungeschönten, ungeschnittenen Berichte kommen gut an. Die Leute sehen sich nach Authentizität, wollen wissen, wie die Lage im größten deutschen Naturkatastrophengebiet wirklich ist. Keine aufgehübschte Realität, wie sie den Politikern bei ihren wenigen Besuchen präsentiert wird. Wenn sehnlichst erwartete Toiletten in Dernau nicht abgeladen werden, sondern stattdessen zum Kanzlerinnenbesuch nach Schuld transportiert werden. Oder wenn die Altenburger Straßenzüge plötzlich besenrein herausgeputzt werden, weil Mutti sich angesagt hat. Potemkinsche Dörfer vom Feinsten. Immer mehr Menschen schalten WPTV ein und die Mainstream-Medien aus. Die lediglich kurze Statements aller, es ist alles auf einem guten Weg, zu kolportieren scheinen. Sie sind nicht alleine vor Ort und sie wissen das auch. Warum maßen sie sich an zu sagen, sie sind da ganz alleine und es ist niemand vor Ort, wenn wir sehen, dass andere Menschen auch vor Ort sind? Es gibt nicht nur sie, warum erwecken sie trotzdem diesen Eindruck? Muss ich mich in einem Interview, angeblich live, mit ZDF heute an Tag 7 tatsächlich fragen lassen. Obwohl ich in meinen Videos immer wieder betone, nur für den kleinen Abschnitt zu sprechen, in dem ich tätig bin. Auch hier stelle ich ein weiteres Mal ausdrücklich klar, dass sich meine Kritik nicht an die arbeitswillige Basis der Hilfsorganisation richtet, sondern an die Verantwortlichen, die keine Einsatzbefehle erteilen. Und wieder muss ich erklären, dass ich als simpler Traktorist ins Ahrtal gekommen bin, von keiner politischen und ideologischen gesponsert oder geschickt. Ich will hier einfach meine Arbeit machen. Und dass solche Fragen überhaupt kommen. Wir wollen hier arbeiten und schaffen und uns nicht mit solchen Sachen beschäftigen. Das ist eine Unverschämtheit. Überlegen Sie mal, wie viele Stunden ich die letzten 7 Tage am Stück gearbeitet habe und ich muss mich mit so einem Kram befassen. Platzt mir langsam der Kragen. Das tendenziöse Interview zeigt klar, meine ungeschönte Berichterstattung passt nicht ins Konzept, ins gewünschte Narrativ. Kaum funktionieren nach einer Woche die ersten staatlichen Strukturen, soll das bisherige Versagen unter den Tisch gekehrt, totgeschwiegen werden. Da dies im Fall meiner ungeschnittenen Live-Videos nicht möglich ist, probiert man mich zu diskreditieren. Doch zu viele Menschen kennen die Wahrheit, haben sie selbst vor Ort erlebt oder aus der Ferne durch meine Videos live mitverfolgt. Live-Videos ungeschnitten, nur hier, weise ich in einem Post noch einmal auf das Alleinstellungsmerkmal meiner Berichterstattung hin. Auch die Pressekonferenzen der ADD, die ich auf der heimatlichen Rückfahrt im Auto als Hörspiel laufen lasse, spiegeln nicht im Ansatz den desolaten Ist-Zustand, die Dramatik der Lage, die Realität, die tausende Betroffene und Helfer tagtäglich durchleben müssen, wider. Von welcher Katastrophe reden die eigentlich? Frage ich mich immer wieder fassungslos, wenn beispielsweise nach wenigen Wochen von einer zu 80% wiederhergestellten Infrastruktur im Tal die Rede ist. Eine Fehlinformation, die jeder vor Ort widerlegen kann. Es wird immer deutlicher, dass ich hinter der Handykamera mehr erreichen kann als im Fahrersitz des kleinen Schwarzen. Wie die ADD scheinen auch viele Medien den mühsamen Weg mitten ins Geschehen zu scheuen. Verlassen sich auf Second-Hand-Informationen. Die Journalisten, die tatsächlich ins Tal der Tränen reisen, kommen hingegen verändert zurück. Ein Reporter, der mich für die Öffentlich-Rechtlichen einen Tag auf meinem Trecker begleitet,
die tatsächliche Lage mit eigenen Augen erfasst und schockierende Bilder mit nach Hause nimmt, muss am nächsten Tag tief bewegt zugeben: Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Damit hätte ich nie gerechnet. Aussagen wie diese festigen meinen Entschluss, die ungeschminkte Wahrheit zu dokumentieren. Jeder soll wissen, was hier vor sich geht. Eigentlich Aufgabe der Medien und nicht die eines Bauern aus Pulheim. Doch in der Katastrophe hat sich mein Aufgabengebiet um so viele Bereiche erweitert, darauf kommt es nun auch nicht mehr an. Derweil bin ich im Tal unterwegs, spreche mit Betroffenen, mit Helfern, klappere Versorgungsstationen, Frittenbuden, Suppenküchen, Materiallager ab. Sehe mich als eine Art Hausmeister, der schaut, wo der Schuh drückt. Wo müssen Regale aufgefüllt werden? Welche Arbeitsmaterialien, Maschinen und Reparaturdienste werden wo zurzeit am dringendsten benötigt? Bin Motivator, um helfende Hände und Spenden zu generieren. Meine Erfahrung als Betriebsleiter und mein Marketing-Background kommen mir dabei zugute. Das Ahrtal, die Betroffenen und Helfer sind mein Betrieb, den es am Laufen zu halten gilt. Dafür setze ich einen gelungenen Mix aus Reality-TV und Schleichwerbung ein. Interview Betroffene, dokumentiere ein aktuelles Problem, bitte in einem anschließenden Aufruf um bestimmte Produkte. Seien es Arbeitshandschuhe, Schippen, Eimer, trittfeste Schuhe, Lebensmittelnachschub oder aber Fachleute mit Kettensägen oder Spezialbaggern. Getreu meinem Credo, jeder kann helfen, hoffe ich Zuschauer mit eben diesen Möglichkeiten oder Produkten zu erreichen. Sie zu motivieren, sich einzubringen, zu helfen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Dabei muss man nicht unbedingt schwere körperliche Arbeiten verrichten oder Spezialmaschinen bedienen. Jeder Beitrag ist wichtig, ein unverzichtbarer Teil des Ganzen. Vom LKW-Fahrer bis zum Helfer, der Kaffee kocht und Brötchen schmiert. Man muss noch nicht einmal körperlich anwesend sein, um Teil unserer einzigartigen Bewegung zu sein. Kann in Stuttgart sitzen, in Bayern, in Jona Rapperswil, an der Nordsee oder gar im Auswand und uns aus der Ferne mit Spenden am Laufen halten. Und wenn es nur ein Euro ist, aber wenn das 20.000 Leute machen. Die Community interaktiv mit einzubinden ist mein Ziel. Ich betone immer wieder, wie es hier unten läuft, hängt auch von euch ab und webe so ein ahrtalübergreifendes Netz der Hilfe. Ständig überlege ich, wie können wir den Menschen helfen, wie können wir Spenden generieren, Material und Helfer ins Tal bringen, die Aufmerksamkeit von Politikern und Medien erreichen. Ich entwickle eine regelrechte Marketingkampagne fürs Ahrtal. Parallel versuche ich, die Aufmerksamkeit von Politik und Medien zu erregen, sie auf die immer noch desaströse Situation hinzuweisen. Sie zwecks Berichterstattung ins Tal zu locken, um das volle Ausmaß der Katastrophe zu realisieren, zu dokumentieren und folglich mehr Hilfe zu generieren. Irgendwann muss doch mal jemand auf dieses Thema aufspringen, sich ausführlich damit beschäftigen, so meine andauernde Hoffnung. Denn so schockierend die Bilder auch sind, die ich mit meiner Handykamera einfange, nichts kann die Menschen auf die Realität vorbereiten, die sie im Tal erwartet. Durch meinen Bekanntheitsgrad bin ich inzwischen häufiger Talkgast in Funk und Fernsehen. Auch die Printmedien fragen immer wieder an, sind interessiert an Berichterstattung aus erster Hand. Ja, es hat ja zum Teil dann auch funktioniert, die Medien dahin zu bekommen. Dieter war ja das erste Opfer, würde ich mal sagen. Martin Rütter und so weiter sind ja auch ins Tal gekommen und die Reaktion war immer die gleiche. Die waren schockiert, als sie dann da waren und wirklich mal gesehen haben, wie es tatsächlich vor Ort aussieht. Ein Bild hier an der Leinwand ist immer noch was anderes, als wenn man wirklich vor Ort ist, die Gerüche mit dabei hat und einfach mal die Dimension wahrnehmen kann. Und die Aufrufe, die ich natürlich gestartet habe, die haben andere auch gemacht. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das alles von mir abhängig gewesen wäre. Es haben sich ganz viele parallele Strukturen entwickelt und jeder, der irgendwo Connections hatte, hat die dann auch genutzt. Das war dann auch bei mir, dass das Würth sich gemeldet hat oder Obi oder andere Hersteller von irgendwelchen Baumaterialien haben mir dann gesagt, so, wir machen jetzt die und die Aktion. Das habe ich dann auch mal wohlwollend aufgenommen, habe das direkt gepostet, rausgehauen. Ihr könnt jetzt bei Würth euch eindecken mit Baumaterial oder mit Hilfsmaterial für eure Baustellen bis zu einem Wert von 1.000 Euro zum Beispiel, ohne Nachweis zu führen. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Ich habe mir dann natürlich auch immer Gedanken gemacht, wie kriegst du noch mehr aktiviert. Ich habe dann immer den Konkurrenten angerufen und habe gesagt, wie sieht es mit euch aus? Würth gibt 1.000 Euro. Und das hat dann meistens auch funktioniert. Man muss wirklich sagen, die Spendenbereitschaft war einfach gigantisch. Im Hintergrund muss ich auch mal erwähnen, Julia Klöckner, ich hatte vorher nicht so die größte Meinung,
weil ich eben als Landwirt, eine Ministerin, jetzt muss ich sogar husten, öfters enttäuscht war. Aber hier in der Flutkatastrophe hat sie wirklich im Hintergrund ganz viel auch geleistet. Wir hatten ständig Kontakt, auch mit anderen Politikern. Ich glaube, das Vorzimmer von Markus Söder hat er auch irgendwie mal angerufen. Ich habe das manchmal gar nicht auf die Kette gekriegt, weil so viele Anrufe waren. Ich hatte pro Minute, ich weiß gar nicht, 4 Nachrichten auf Messenger, WhatsApp-Nachrichten versuchte Anrufe. Ich kam gar nicht hinterher. Ich habe irgendwann mal die Anrufe gezählt. Es waren 450 getätigte Anrufe, die ich angenommen habe am Tag. Das heißt, meine Stimme war eigentlich im Dauerzustand, so wie sie jetzt ist. Und meine Motivation war einfach immer, den Menschen zu zeigen, wie die Wirklichkeit aussieht und dass wir ganz viel Hilfe noch brauchen. Dass man eben mit geschönten Bildern oder geschönten Aussagen, 80% der Infrastruktur ist wieder funktional. Und wenn ich dann mit Leuten runtergefahren bin ins Tal, die dann mal gesehen haben, was wirklich funktional ist, also die 80%, die habe ich bis heute noch, ich weiß nicht, ob es mittlerweile 80 sind. Also da fehlen ja noch komplette Straßenzüge. Nein, ne? Nein. Ich sag mal 40%, mehr nicht. Na, ich weiß es nicht, ich will auch gar keine Zahl sagen, aber ich wollte einfach nur darstellen, dass wir immer noch Hilfe brauchen und die Hilfe nicht abreißen darf. Und da muss ich mich bei euch bedanken, weil ihr sitzt ja hier, die diese Hilferufe gehört haben und auch bis heute, bis zum heutigen Tag kommt ihr noch runter. Und das ist einfach der helle Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank an euch alle, die das aufgenommen haben und die echt ein tolles Herz haben. Danke an euch. Das war ja auch für dich sehr ungewöhnlich. Also du bist ja als Traktorist da hingefahren, hast du immer gesagt, und auf einmal warst du das schwarze Brett des Ahrtals. Der Kommunikationsknotenpunkt. Auf einmal, du hast ja deinen kleinen Schwarzen irgendjemandem gegeben und bist dann wirklich nur rumgefahren und hast dich um Aufrufe gekümmert. Das war ja so nicht geplant. Und du warst auf einmal in der Schulsberichterstatter des Journalisten. Als Bauer aus Pulheim. Ja, das Ganze hat mich auch selber überfahren. Wie gesagt, ich habe auch in einem Video gesagt, dass es leider nicht funktioniert. Ich fahre jetzt ins Ahrtal und ordne mich unter und lasse mir sagen, was ich zu tun habe. Ist ja logisch. Ich fahre ja nicht dahin, um anderen zu sagen, was sie tun sollen. Ne? Deshalb bin ich hier auf den Traktor gestiegen und ich wollte abends wieder zu Hause sein. Es waren wirklich skurrile Situationen, wo auf einmal die Feldjäger aus Köln anrufen und sagen, Herr Wipperfürth, wir können keinen erreichen, wie können wir Ihnen denn helfen? Wir sehen Ihre Videos hier. Wir probieren hier anzurufen bei der Kreisverwaltung in Ahrweil oder bei einem Katastrophenkoordinator. Wir kriegen keinen. Wie können wir euch helfen? Und dann saß lustigerweise Enzo Nili neben mir, die auch wirklich alles gegeben haben von dieser landwirtschaftlichen Vereinigung LSV. Die haben Futtermittel geschickt. Die haben, ich glaube, nachher 120.000 Euro gespendet und. Und dann habe ich gesagt, Enzo Nili, du warst bei der Bundeswehr, quatsch nur mal mit dem. Ich wusste ja gar nicht, ob das irgendwie ein Fake-Anruf ist. Das gab es ja auch. Es gab Fake-Anrufe, die mir erzählt haben, wir sind mit 40 LKWs unterwegs, wir müssen die Autobahn absperren und so weiter. Die haben mich wirklich viel Zeit und Energie gekostet. Das war zum Beispiel, das habe ich auch mit dem Major Dennis dann besprochen, gesagt, hier ist jemand, geht mal mit. Wir haben uns alle geduzt, völlig egal, ob es Major war oder sonst was. Ich habe gesagt, hier ist jemand, der schiebt 40 LKWs mit Hilfsgütern, kümmere dich mal drum. Und nachher kam raus, dass es ein Fake war. Also es war wirklich übel, was da manchmal mit einem gespielt wurde. Aber das Gute hat natürlich überwogen, absolut überwogen. Und ich wollte nie das machen, was ich hier gemacht habe. Dafür bin ich erstens gar nicht ausgebildet, gar nicht befähigt. Und ja gut, zu Hause haben wir einen Betrieb, da weiß ich, wie man da verfährt. Und dadurch, dass ich weiß, wie man eben einen Betrieb aufbaut, wir haben immer alte Höfe renoviert. Unser Steckenpferd ist, alte Reitanlagen wieder ins Laufen zu bringen. Technisch und wenn die Technik stimmt, betriebswirtschaftlich auch. Aber als Dienstleister. Und dann haben wir eben in den Jahren davor, 2020, haben wir 2 alte Reitanlagen gekauft, die in Jahre gekommen waren, haben die selber wieder aufgebaut und da bin ich ganz penibel drin. Die Sachen müssen funktionieren. Ich muss, wenn ich irgendwas mache, mache ich das richtig oder ich mache es gar nicht. Da bin ich leider für bekannt. Und deshalb sind dann vielleicht viele Leute an mich, an den Falschen geraten, die dann irgendwie einen Schmuh machen wollen oder irgendwas, weil ich gedacht habe, nee. Da bin ich nicht viel zu haben. Ne? Das ist einfach so. Und ich habe einfach gesagt, wie ich das sehe. Und wenn Sachen nicht schnell passieren, ich bin ja nun mal ein Unternehmer, ich muss Geld verdienen mit meinem Betrieb. Wenn da eine Reitanlage ist, die, Theo kann da viel drüber erzählen zum Beispiel, die Genehmigung für einen bestehenden Platz, den sie vorher hatten, die Pferde trainieren, ihr Geld damit verdienen, bekommen auf einmal nicht mehr die Genehmigung, einen Reitplatz dahin zu bauen.
da fehlt es mir wirklich an Verständnis. Und da werde ich auch scharf kritisch, weil ich nun mal selber weiß, wie schwer es ist, ein Unternehmen am Laufen zu halten. Und das war vielleicht dann manchmal so ein bisschen schlecht für die Leute gegenüber. Aber ich kann dann leider nicht anders, weil ich einfach den Menschen helfen will. Und ich nicht verstehen kann, wie man 2 Jahre lang ohne Einnahmen mit alten Krediten einen Betrieb wieder aufbauen soll, der dann wieder irgendwo Geld abwirft. Das funktioniert nicht. Das funktioniert, wenn alles schnell passiert. Und wenn die Hilfen vor allem ankommen bei den Betroffenen. Es funktioniert aber nicht, wenn man jetzt 2 Jahre mal guckt und dann wieder studiert eine Unterschrift nicht. Da muss wieder ein Artenschutzgutachten gemacht werden. Nee, dann passt das wieder nicht und dann kriegst du die Genehmigung nicht und kannst kein Geld verdienen. Das funktioniert nicht. Und das sind so die Sachen, die ich immer kritisch beäugt habe und wo ich auch nicht mit hinterm Berg gehalten habe. Wollte ich gerade sagen, das sind so Stichworte. Du hast dir ja nicht nur Freunde damit gemacht. Wenn du jetzt ein Traktorist gewesen wärst, der sich untergeordnet hätte, das möchte ich übrigens gerne mal sehen, und nicht deinen Finger in die Wunde gelegt hättest und du hast eben gerade noch, dann hättest du auch nicht so teilweise einen Gegenwind bekommen und du hast eben gesagt, ich bin Unternehmer, ich muss Geld verdienen. Da gibt es ja auch die wildesten Gerüchte, vielleicht möchtest du dazu mal was sagen. Ja, wir hatten immer ein sehr gutes, funktionierendes Unternehmen. Die Zahlen kann sich jeder beim Steuerberater holen, bis zum Jahr 2021. 2021, Flutkatastrophe, waren wir mit 15 Maschinen insgesamt unterwegs in den Flutgebieten. Mir war klar, dass ich normalerweise Geld verdienen muss, um natürlich Kredite zu bezahlen, Löhne zu bezahlen. Ich hatte einen kleinen Puffer. Ich wusste, wie weit ich gehen kann, um den Betrieb nicht zu gefährden. Das heißt, wir sind mit den Maschinen rumgefahren. Mein kleiner Schwarzer, den man hier eben gesehen hat, der hat in der Flutkatastrophe in 9 Monaten 1200 Stunden gemacht, auf die Uhr bekommen. Von den 1200 Stunden habe ich ungefähr 500 Stunden berechnet an die Kreisverwaltung oder ADD für die Aufräumarbeiten. Wir hatten dann ja irgendwann Aufträge. Ich habe insgesamt 4 Maschinen berechnet von 15 Maschinen, aber auch nur anteilmäßig. Das heißt, ich habe im Jahr... Ich habe mit meinem Unternehmen in dem Jahr, wo unsere Maschinen eben mit den Mitarbeitern viel unterwegs waren, den Menschen geholfen haben, 365.000 Euro Minus gemacht. Und ich hatte vorher mal ein ganz gutes Plus mit dem Unternehmen. Das ist alles in Ordnung. Das habe ich gerne gemacht. Ich wusste, wie weit ich gehen kann. Da möchte ich auch nicht irgendwie ein Danke für kriegen oder irgendwas. Es war für mich völlig logisch, dass ich das mache, wie ich es gemacht habe. Aber dass man dann probiert, um mir einen schlechten Namen zu geben, weil der ist ja Unternehmer, der muss ja Geld verdienen, der muss ja irgendwas, stimmt ja an der ganzen Sache nicht. Ich hätte Millionen mir eingesteckt, war ja dann irgendwie ein Vorwurf, und dann kam noch so ein böser Zeitungsartikel, bis dann die Rheinzeitung wirklich mal die Zahlen hinterfragt hat und dann selber auf den Trichter gekommen ist. Und der hat ja gar nicht so viel Rechnung geschrieben. Und wenn ich Betonplatten berechne, ohne Gewinnanspruch, und dann die noch verlege für Nulltarif, dann mache ich das, weil ich das Geld nicht für mich haben will, sondern dass das Geld zu den Flutbetroffenen kommt, was in dem Topf ist für die Fluthilfe. Und das war immer mein Ansehen, wo ich auch immer von ausgegangen bin, dass das andere Leute auch so machen. Aber andere Leute haben da leider das goldene, die goldene Sau oder Kuh gesehen, die man dann gut melken kann. Ja. Und das tut dann doch schon ein bisschen weh. Jeder tut, was er kann. So individuell die Schicksale, die die brutale Naturkatastrophe hinterlassen hat, so einzigartig auch die Hilfen, die die Betroffenen erfahren. Jeder kann helfen, sei es beim Schlammschippen, Müll abtransportieren, Kaffee kochen, Brötchen schmieren oder auch finanziell, betone ich seit Tag 1. Auch wer keine körperlich schwere Arbeit leisten kann, ist wertvolles und vollwertiges Mitglied der Eimerkette, setzt seine Fähigkeiten in anderen Bereichen ein. Man muss noch nicht einmal persönlich anwesend sein, um zu helfen. Bei Tausenden von Menschen, die größtenteils ihr komplettes Hab und Gut verloren haben, von Kleidung über Möbel bis hin zu Spielsachen, Weißware und Elektrogeräten, macht jeder gespendete Euro einen Unterschied. Jedes Paar Arbeitsschuhe, jede Schubkarre, jede Flasche Wasser, jeder Verbandskasten, der in den zahlreichen Versorgungszentren landet. Jeder tut, was er kann, lautet das Motto. Und auch hier sind der Kreativität der Menschen keine Grenzen gesetzt. Genau wie wir bei den täglichen Herausforderungen vor Ort oft lösungsorientiert improvisieren müssen, lassen die Menschen ihrem Einfallsreichtum freien Lauf, finden immer wieder erstaunliche Möglichkeiten, sich einzubringen. Es ist die Geburtsstunde der Solidarität, dieser unübertroffenen Welle der Hilfsbereitschaft, die nach der mörderischen Flut durch das Tal schwappte
und sich wie wohltuender Balsam auf die geschundenen Seelen der Betroffenen legt. Mit ihr hatte keiner gerechnet. Spontanität, grenzenlose Empathie und Herzlichkeit sind nicht gerade Attribute, die man der bundesdeutschen Seele nachsagt. Doch fast scheint es, als hätten sich die Menschen nach dieser Nähe gesehnt. Genießen das Miteinander, den Zusammenhalt, die Gemeinschaft. Nicht umsonst heißt es Not schweißt zusammen. Und das Ahrtal ist der gelebte Beweis. Nachbarn, die sich vor der Flut nicht grün sind, halten plötzlich zusammen. Der Kirschbaum, der über die Grundstücksgrenze hängt, ist das geringste Problem. Religion, Nationalität, Parteibuchstatus, alles keine Faktoren. Jeder ist gleich. Jeder bringt sich ein, so gut er kann. Nicht wenige verbringen jede freie Minute, jedes Wochenende, knietief in zugeschlammten Kellern, nehmen unbezahlten Urlaub, sagen ihre Sommerreise ab, tauschen Bikini und Sonnenhut gegen Schippe und Eimer. Von norddeutschen Dialekten bis tiefstes Bayerisches alles vertreten. Sogar aus dem Ausland sind Menschen zum Helfen gekommen. Wenn wir in Deutschland so eine Motivation, so eine Stimmung oder so einen Rutsch hätten, dann wären wir erstmals die glücklichsten Menschen der Welt und nebenbei noch Weltmarktführer, bringt es Peter Eiberg bei einer gemeinsamen Traktorfahrt an Tag 8 gekonnt auf den Punkt. Auch Wochen nach der Katastrophe berührt mich die Hilfsbereitschaft der Menschen immer noch tief. Erstaunt mich ob ihrer schier grenzenlosen Kreativität, erfüllt mich mit unendlicher Dankbarkeit, gibt mir den Glauben an die Menschen, an die Menschlichkeit zurück. Bei meinen Touren durchs Tal werde ich täglich Zeuge der vielen einfallsreichen Ideen, mit denen Menschen helfen. Seien es frische Schnittblumen, damit Betroffene mal etwas Schönes, etwas anderes als Schutt und Trümmer sehen, oder selbst gestrickte und gehäkelte Mützen und Socken für die kalte Jahreszeit, handbemalte Mutmachersteine, die zum Durchhalten motivieren, oder Menschen, die jedes Wochenende ihr Auto vollpacken und Hilfsgüter auf der Straße verteilen. Wieder andere schreiben Lieder, Gedichte, Bücher, deren Erlös ins Tal fließt. Hilfe ist auf mehr als einer Ebene nötig und möglich. Jeder tut, was er kann im ganzheitlichen Aufbauprozess. Auch ich bin nur einer von vielen, stehe exemplarisch für all diejenigen, die sich selbstlos und empathisch einbringen. Anregungen, meinen Einsatz mit dem Bundesverdienstkreuz zu würdigen, lehne ich kategorisch ab. Entweder alle oder keiner, lautet meine klare Ansage. Denn auch ich bin nur ein ganz kleiner Teil des großen Ganzen, ein Glied der Eimerkette, ein Stellvertreter für viele. Ja, es ist immer so schön, die Bilder zu sehen, weil wir haben alle noch Kontakt miteinander. Das ist einfach der Wahnsinn. Also das hätte ich nie gedacht, dass man nach 2 Jahren immer noch so eng zusammen ist. Also das ist der Hammer. Und eben, da war ein Bild, wenn du nochmal zurückspulst mit den ganzen Baggern drauf. Da hatte uns nämlich jemand angesprochen bei der letzten Lesung vor einer Woche hier. Das sind die Münsterländer hier. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die kommen mit dem Material dahin, machen da eine Deponiearbeit, räumen alles weg, die Bagger sind zum Verladen oder zum Auftürmen und sind wieder weg. Und wenn das stimmt, was er mir gesagt hat, also er hat definitiv nichts berechnet, meint die anderen auch nicht. Und keiner von denen hat eine Flugmedaille bekommen, kein einziger. Also deshalb ist mir immer wichtig, da nochmal kurz darauf hinzuweisen. Das hat richtig Geld gekostet. Jeder, der hier ist mit dem Traktor, der musste zu Hause ersetzt werden, mitten in der Ernte. Jeder mit dem Bagger hat mit Sicherheit vorher auch schon Aufträge gehabt, die er abgebrochen hat, um hier im Tal zu helfen. Hat also doppelt Geld verloren. Auf der einen Seite kein Geld verdient, auf der anderen Seite Geld verloren, weil die Maschinen natürlich pro Stunde auch Geld kosten. Und das ist eine Sache, die müssen wir einfach mal mitnehmen und vielleicht auch mal aufarbeiten. Als Teil eines großen Ganzen, als Rat in einem komplexen Uhrwerk, stehe ich für viele Tausende, die nicht nur den betroffenen Menschen im Ahrtal Hilfe und Hoffnung gegeben haben, sondern einer ganzen Nation den Glauben an die Menschlichkeit, an das fundamental Gute im Homo sapiens. In einer beeindruckenden Demonstration gelebter Menschlichkeit lassen Werte wie Gemeinschaft, Zusammenhalt und Solidarität die Gesellschaft zusammenwachsen. Ermöglichen es, gemeinsam eine nie zuvor erlebte Katastrophe diesen Ausmaßes zu bewältigen. Ich bin demütig und dankbar, Teil dieses Ganzen zu sein, diese einzigartige Bewegung von Anfang an miterlebt haben zu dürfen. Wie viele andere Tausende hat das Ahrtal auch mein Leben, mein Innerstes für immer verändert, wird ewig einen Platz in meinem Herzen haben. Man kann einen Menschen aus dem Ahrtal holen, aber das Ahrtal nicht aus einem Menschen.
Zu viele Erinnerungen, zu viele Begegnungen, Ereignisse, die einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Noch immer versetzt mich jeder vollbeladene Sperrmüllwagen, jeder schlammüberzogene Trecker mit Erdmulde augenblicklich in jene Zeit, bringt Bilder, Gerüche, Empfindungen zurück. Wegen deinen Videos bin ich damals ins Ahrtal gefahren. Wie viele Leute können sowas sagen hier? Wow. Nicht selten beginnen Gespräche mit Helfern mit diesem Satz, gefolgt von lebhaften Erfahrungsberichten. Auch Menschen, die nicht vor Ort waren, sprechen mich auf meinen Einsatz an, verfolgen meine Videos, nehmen aus der Ferne teil, werden digital Teil des Ganzen. Begegnungen wie diese zeigen mir ganz deutlich, der Sommer 2021, das war nichts Kleines. Das war etwas ganz Besonderes. Etwas, das man nur einmal im Leben erfährt. Ja, danke, liebe Sandra. Sie macht immer die ganze Arbeit und ich bin dann nur hier in der Veranstaltung mit dabei. Ich muss sagen, warum ich das hier alles gemacht habe, das war eigentlich der erste Moment, den habt ihr eben mitgesehen im Film, wo der Feuerwehrmann mich anruft und sagt, der Wipper führt, wir haben keinen Kontakt mehr, machen Sie bitte einen Aufruf. Da wurde mir das erste Mal bewusst, dass ich durch meine Reichweite, die ich damals schon hatte, unter Unternehmern, unter Werdeleuten, was erreichen kann. Dieses Bewusstsein hat sich natürlich mit der ganzen Situation im Ahrtal auch gestärkt. Und eines der schönsten Erlebnisse, was man mit Reichweite und Social Media erreichen kann, war ein Aufruf für DKMS-Spenden. Ihr kennt das alle, es ging um ein Kind, was ein Spender brauchte. Und dann hat mich Wochen danach die Oma kontaktiert und hat gesagt, Herr Wipperfürth, Sie werden es nicht glauben, nach Ihrem Aufruf haben wir den passenden Spender gefunden. Und allein, wenn man sowas einmal mitgeteilt wird, weiß man eigentlich, wofür man das macht und warum man auch dabei bleibt. Natürlich habe ich kritische Themen, wie jetzt den Wolf und so weiter. Ich mache das nicht einfach so, sondern ich mache das aus Überzeugung und aus tiefster Überzeugung. Und wer mich kennt, der weiß, dass man mich davon dann auch schlecht wieder abbringen kann. Und ich habe nichts gegen den Wolf, wollte ich dazu nur sagen. Es muss nur reguliert werden. Das ist meine Meinung und andere Länder machen es ja vor und da funktioniert es. Vielen Dank, dass ich hier heute reden durfte, darf und für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Also wir müssen jetzt mal kurz der Petra ein ganz herzlich Dankeschön. Die hat so gelitten mit uns, weil wir sind manchmal so ein bisschen... Das stimmt, ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber eher. Und wir haben dann versucht zu bündeln und die Petra hat so viel gelitten und die hat so eine tolle Veranstaltung hier auf die Beine gestellt. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, Petra. Danke. Weil wir hätten noch die Möglichkeit, ein paar Geschichten von Ruth zu hören. Der Dieter würde dann noch ein bisschen interviewen. Mögt ihr noch? Ja, mögt ihr noch? Okay. Wichtig noch zu sagen, falls ich es noch vergessen weiß, dann plötzlich fertig ist. Wir haben dann draußen im Anschluss, das heißt Maroni und Glühwein, wer möchte. Und wer auch dann gerne noch möchte, kann noch bleiben. Es gibt noch was zum Essen, also Nachtessen. Ihr dürft also alle gerne noch bleiben hier. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr den riesengroßen langen Weg unter die Räder genommen habt. So, das ist schön, dass ihr noch Kondition habt. Bei Markus lässt die Stimme langsam nach, deswegen, nachdem er schon so viel berichtet hat, vielen Dank nochmal, liebe Sandra, vielen Dank nochmal, Markus, dafür, dass ihr das alles auf euch genommen habt, haben wir jetzt gesagt, okay, wir kürzen das noch so ein bisschen.
Aber Sigrid und Ruth und auch Udo, wir hatten gesagt, dass sicherlich auch nochmal die Flutbetroffenen selber zu Wort kommen sollten. Und im Prinzip hat uns Markus hier mit seinem Buch und seinen Erzählungen da, glaube ich, auch eine sehr schöne Steilvorlage geliefert. Also, ihr seid alle damit einverstanden. Insofern müssen wir jetzt auch gemeinsam die Zeit und nochmal vielleicht 15 Minuten dran sein. Markus, wie sind drin? Die Sigrid, als auch die Ruth, als auch die Udo, mit auf die Bühne. Und wir können einfach hier oben vier Stühle aufbauen. Und dann funktioniert das denn? Ein kleines bisschen unterhalten und freuen uns über eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist und auch nochmal spannend und eindrucksvoll. Ich würde vorschlagen, wir kommen hier, weil ich glaube, dieses Mikrofon ist nicht ganz so weit. Ich habe da eine Bombe. Darf man hier Werbung machen? Die Flanke. Und du kommst mal jetzt zu mir. So, das ist wunderbar. Jetzt müssen wir haben noch unser schönes Headset. Dann können wir nämlich das hier auch noch rüberbringen. Schauen wir mal. Das Headset habe ich. Petra irgendwann bei uns an der Versorgungsstation stand. Mit der weiß ich jetzt, aber hier, ja, genau. Und haben einfach Spätzle gemacht. Spätzle. Dazu muss ich sagen, wir wohnen in Kreuzberg und unser Geschäft in Ahrweiler war also auch betroffen. Wir machen Systemgastronomie und wir saßen bei uns im Haus, was natürlich auch komplett zerstört ist, auf der ersten Etage. Und mein Mann sagte, wir müssen hier einen Imbisswagen hinstellen. Und die Leute hatten ja schlichtweg nichts mehr zu essen. Es gab ja nichts mehr. Es ist ja für uns alle so unverschwindlich. Es gab kein Auto, kein Bäcker, kein Metzger, kein Laden, kein Wasser, kein gar nichts. Es gab nichts mehr. Und dann haben wir die alten Kontakte, habe ich aufleben lassen und samstagsabends kamen wirklich wen gucke ich jetzt an? Josef, du musst mir jetzt helfen. Geht dich? Alles gut. Alles gut. Udo, es kommt ja nicht von ungefähr, weil das so tief drin sitzt. Du bist selber flutbetroffen und ich glaube, du kannst es auch richtig gut nachvollziehen. Ich muss das
unbedingt, ich möchte das sagen. Also wir haben, ach, das muss ich mal zusammenreißen. Wir haben dann 3 Monate lang auf Spendenbasis, und das habe ich mein ganzes Leben lang noch nicht gemacht, eine Versorgungsstation gemacht, und dann komme ich jetzt auch auf Markus, und wir haben zwischen 300 und 700 Essen am Tag rausgemacht. Rein auf Spendenbasis. Das geht jetzt nicht darum, was wir da geschafft haben. Was das Wahnsinnige an dieser Station war, wir waren auch das erste Haus, wenn man bei uns direkt da reinkam. Spenden habe ich mein Leben lang noch nichts mit zu tun gehabt. Wer selbstständig ist über 40 Jahre, weißt du, da nie Spenden gekriegt hat. Ne? Also das ist das Letzte, was wir gekriegt bekommen haben. Aber damit haben wir uns intensiv, da habe ich mich da jeden Morgen um 6 Uhr mit auseinandergesetzt. Und was Markus eben sagte, unser Ort Kreuzberg sind sehr viel ältere Einwohner. Wir beide sind Nachbarn, wir kannten uns überhaupt nicht. 20 Jahre wohne ich da, wir kannten uns nicht. Und bei uns an der Station auch. Die Menschen kamen, weil sie hatten nichts zu essen. Und man muss bedenken, es war nichts da. Und kein Wasser, kein Strom, kein gar nichts. Aber Gas. Gasflaschen kamen und es kamen die Dinger, wo man mit Strom machen kann. Aggregate, genau. Und dann trafen sich alle bei uns und man wusste nicht, sind es Helfer, sind es Betroffene, sind es Firmen. Und durch dieses Zusammenkommen bei uns hat man gesagt, das ist mehr wert wie 50 Psychologen zusammen, weil es saßen alle zusammen. Und Sigrid kann da gleich was zu sagen. Ich wollte mal sagen, diese Dankbarkeit in den Augen der Menschen, die alten Herrschaften, die Kinder, alles was kam, das ist unbeschreiblich. War eigentlich die schönste Zeit in meinem Leben und ich bin durch und durch Gastronomin, aber das war von der Seite her die schönste Zeit, weil es war so viel Dankbarkeit da und man konnte den Menschen einfach helfen mit Essen. Wir haben auch abends eine Nachtstation gemacht, wir haben abends wirklich nochmal Tische voll gemacht, Kühlschränke voll und haben die ganzen Traktorfahrer und alle, die haben sich nachts bei uns das Essen geholt, weil die haben Tag und Nacht gearbeitet. Und die hatten wirklich nicht zu schlafen. Ich kann das nur bestätigen. Die sind so vernachlässigt worden, man darf es gar nicht sagen. Wir haben mittags den Männern auf den Bagger, wir haben kistenweise das Zeug rundgebracht, damit sie überhaupt was zu essen hatten und zu trinken hatten. Von der Seite her muss ich auch für mich sagen, diese Station hat mir das Leben gerettet. Sonst wäre ich in der Psychiatrie gelandet. Ich hätte das nicht geschafft. Ich habe das nur geschafft durch Arbeit, durch Beschäftigtsein. Das war meine Art, die ersten Monate zu überstehen und habe natürlich dabei sehr, sehr vieles erlebt. Viele, viele positive Dinge, aber wir verzweifeln natürlich auch an unserem Staat und an unserem ganzen System. Gut, völlig unabhängig jetzt mal von der Katastrophe. Wir alle, glaube ich, spüren innerhalb der Gesellschaft ein immer weitergehendes Auseinanderdriften, eine größer werdende Ellenbogengesellschaft, wo das Ich für viele mehr zählt als das Wir. Wir haben eben bei der Präsentation von Markus einen Spruch gesehen und gelesen auf dem Strand. Wir haben durch das Arter den Glauben an die Menschheit wiedergefunden. Durch diese Solidarität, durch dieses Wir-Gefühl, durch diese Gemeinschaft. Teilst du das? Das teile ich zu 100%. Wir heute nach 2,5 Jahren, wie wir jetzt auch hier rübergekommen sind, diese fast 600 Kilometer, man sieht die ganzen Autobahnabfahrten und sagt, oh, da kam der her, oh, da kam der mit dem Waschmaschinen, oder kamen die. Man wird immer demütiger. Man wird demütiger, was die Menschen uns geholfen haben. Natürlich sehr stark auch von hier, von über die Petra und über Lisa. Man wird so demütig, wie Menschen immer zugekommen sind und zum Teil bis heute helfen. Und auch Markus sagt, man konnte mit allem helfen, mit allem helfen. Mit Kleinigkeiten, mit allem, kann ich nur bestätigen, kann ich wirklich nur bestätigen. Ingrid, Sigrid, Entschuldigung, ach, ich verwechsel das den ganzen Tag schon. Sigrid, ich weiß, man fragt eine Dame nicht nach dem Alter, darf ich eine Ausnahme fragen, wie alt du bist? Ich bin ganz knapp vor 76. Das sieht man bitte schön nicht an, möchte ich jetzt mal an dieser Stelle behaupten. Mit 76, und ich frage das jetzt auch nicht ohne Grund, hat man in seinem Leben schon wahnsinnig viel erlebt. Du hast diese Flutkatastrophe erlebt. Wenn du dich an diese Zeit nochmal zurückerinnerst, was ist davon für dich hängen geblieben?
Albträume. Albtraum, den man sich, wo man denkt, man wacht auf und es ist wirklich nur ein Traum gewesen. Aber da passiert etwas, wo der Traum immer schlimmer wird und noch schlimmer und noch schlimmer. Und man wacht auf und geht ins Leben zurück, was kein Leben mehr ist. Alles, was gewesen ist, ist auf null zurückgefallen. Was hat dir Lebensmut gegeben, nochmal trotz allem nach vorne blicken zu wollen? Das waren die Menschen, die uns geholfen haben, die gekommen sind vom ersten Bagger und Räumer und Treckerfahrer bis über die ersten, die mit einer Schaufel, mit einem Eimer gekommen sind, die ersten, die in die Häuser gegangen sind, mit Stiefeln, mit der Kleidung, jung, so jung, dass man sagen kann, wie kann diese Menschen im Sommer, die wollen in Urlaub fahren, die wollen mit der Familie zusammen sein. Sie kamen mit gesamten Familien, mit Kindern. Sie haben in jedem Haus geholfen. Sie haben die Straßen freigeschaufelt. Sie haben sich nicht gescheut, sich dreckig zu machen. Sie standen da im Schlamm und Lehm. Und das wirklich, das lässt einen demütig machen. Und nachdem mein Haus so zerstört war, wir wurden evakuiert, meine Haustüre ging nicht mehr zu und ich habe mir gedacht, unwichtig, du kommst hierhin nie mehr zurück. Du willst in dieses Haus nie mehr zurück, du willst nicht mehr in einem Flussbett leben und du willst niemals wieder von Wasser eingeschlossen sein. Meine Kinder haben mich abgeholt aus dem Evakuierungsgebiet, haben mich abgeholt, haben mich zu sich geholt. Mein Lebensgefährte, der auch mein direkter Nachbar ist, ich wohne in einem Reihenhäuschen, wir hatten nichts mehr, die Autos waren weg, wir hatten nichts. Er hatte nur Badelatschen noch an, wenn ich das mal so platt sagen darf. Und so sind wir in das Auto meiner Kinder gestiegen. Und dann hatte ein Freund in Erfurt und es gab kein Handynetz, es gab kein Festnetz, es gab kein Strom. Und da, wo unser Sohn wohnte, da gab es Strom. Und da konnte mein Lebensgefährte den Kontakt zu seinem Freund in Erfurt aufnehmen und hat er gesagt, das Erste, was ich dir besorge, ist ein Auto. Und es hat 3 Tage gedauert und da hat er in Erfurt ein Auto für ihn besorgt. Meine Kinder sind gefahren mit ihm, haben das Auto geholt und dann fuhren wir auf die Autobahn mal wieder ans Haus, an mein Haus, aber es war mir unwichtig. Ich dachte, du kannst hier nicht mehr leben, du wirst es. Du holst nur noch ein paar Sachen und dann bist du raus. Du wolltest was sagen. Ich weiß, in einem der Vorgespräche, die geführt haben, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Haus das war. Ihr kamt zurück und es waren auf einmal Menschen da, die ihr gar nicht zuordnen konntet. Ich beschreibe es nochmal, die ja eigentlich, was war bei dir? Es kommt jetzt genau der Punkt und auf dieser Autobahn bekomme ich einen Anruf auf mein Handy und da ist eine Frau dran und sagt, Entschuldigung, aber du kennst mich nicht, aber eine Freundin hat mir deine Rufnummer gegeben und die sagt, dass du auch sehr betroffen bist von der Flut. Und ich wollte dich fragen, ob du schon Helfer hast im Haus. Und daraufhin habe ich gesagt, ich bin Helfer im Haus. Nein, ich sage, ich kann das gar nicht sagen. Ich war jetzt Tage nicht zu Hause und ich könnte es nicht sagen. Und er sagt, aber wenn du jetzt nach Hause kommst, da werden ganz viele Helfer sein. Du wirst dich wundern, es werden ganz viele Helfer dort sein. Dann bin ich nach Hause gekommen, vor dem Haus waren Helfer. Im Haus waren Helfer, im Keller waren Helfer, draußen im Garten waren Helfer und sie haben im Schlamm gestanden, sie haben in dem Ölwasser gestanden, sie sahen entsetzlich aus und sie hatten eine Eimerkette gebildet und haben allen Schlamm ich habe sie nicht gekannt, sie haben mich nicht gekannt. Und sie haben mein Haus freigemacht von Schlamm, von allen Möbeln, die raus mussten. Ich alleine oder wir hätten das niemals stemmen können. Und da kam der Punkt, dass es war wie ein Schalter, den man umlegt,
da habe ich gesagt, schäm dich, Sigrid. Diese Menschen machen dein Haus zu dem ihren, als würde es ihnen gehören. Und du sagst, du willst hier nicht mehr rein, du willst hier nicht mehr wohnen. Und sie scheuen sich nicht, das Haus hier wieder instand zu bringen und zumindest das Gröbste wegzumachen. Und dann bin ich da geblieben, an dem gleichen Tag, noch in der gleichen Nacht. Es war kein Wasser da, es war kein Strom da, es gab nichts zu trinken, es gab keine Toiletten, ich hatte kein Handynetz, ich hatte nichts. Und oben ist eine kleine Kammer bei mir. Und da habe ich denn die Matratzen in meinem Schlafzimmer, die waren nicht mehr da. Ich hatte auch die Haustüre aufgelassen. Ich habe gedacht, egal, nehmt den Rest auch noch. Es ist ja nichts mehr im Haus da, was noch zu stehlen wäre. Und das denke ich, nehmt euch den Rest oben auch noch. Und so habe ich in einer kleinen Kammer, ich sage immer Einzelzelle, habe ich geschlafen. Bei den gesamten Umbauarbeiten, Dreckarbeiten, alles, was gestemmt werden musste, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Toilette, ich bin dann da geblieben. Ich bin dann da geblieben. Und man sagt ja, wie geht das? Man muss ja auch zur Toilette. Und in dem Wasserkasten, das weiß jeder, ist immer noch ein Restwasser. Und ich habe ganz vorsichtig das Wasser benutzt, dass es gerade so ein bisschen runterspülte. Ich wusste aber auch, dass alle Leitungen, alle Abflüsse verstopft sind. Es kann nicht abfließen. Aber was sollte ich machen? Es gab keinen Baum, keinen Strauch, wo man sich hätte hinter verstecken können. Es war alles dem Erdboden gleichgemacht. Und es waren Hügel an Unrat, so wie man das hier in dem Film gesehen hat. Hügel an Unrat vor dem Haus, hinter dem Haus. Und so habe ich mich über ein paar Tage gerettet und dann kam irgendwann ein erstes Dixie-Häuschen und ich habe es dankbar benutzen können. Sigrid, würdest du rückblickend sagen, diese Helfer haben dir diesen Lebensmut, diesen Lebenswillen wieder eingehaucht? Nur diese Helfer. Da entstanden dann eine Freundschaft, nur aus Helfern wurde. Es wurde ein Du, es wurde ein Zusammenhalt. Ich fühlte mich umarmt von ihnen, obwohl sie mich nicht umarmt hat, aber sie haben mich genommen und haben mich beschützt. Und ich bin so dankbar und ich würde, wenn es ginge, für jeden einzelnen Helfer einen roten Teppich ausrollen und dankbar kniend nur Danke sagen. Und das möchte ich ja tun. Also es fällt schwer, da so eine Überleitung zu finden, weil das wahnsinnig beeindruckende Worte sind, Sigrid. Und vor allem, du hast es so beschrieben, als wäre es gestern gewesen. Und das zeigt uns allen, wie tief verwurzelt diese Katastrophe in euch Betroffenen sitzt und wie wichtig diese Aufarbeitung ist, Udo. Und du bist einer, der ja nicht nur betroffen war, sondern auch einer, der diese Geschichten auch immer wieder gehört hat als Ortsbürgermeister. Insofern kann ich, glaube ich, sagen, solche Geschichten, wie sie Sigrid jetzt beschreibt, kommen dir natürlich auch bekannt vor. Wie oft hast du sie gehört? Wie oft hast du Menschen in den Arm genommen? Hast sie getröstet? Hast sie vielleicht auch motiviert, in deinem kleinen Ort in Misch, ich glaube 200 Einwohner, so Pi mal Daumen, dann eben auch da zu bleiben, obwohl einige weggezogen sind, aber andere eben auch doch da geblieben sind. Ja, ich kann das bestätigen, was die Sigrid sagt. Letztendlich die Helfer, das war bei uns ja auch so, da kamen dann busseweise Helfer an. Und da hat man auch ein ganz anderes Bild, gerade von der jungen Generation, bekommen. Da waren junge Leute, die haben noch nie, sag ich mal, ein Handwerkszeug in der Hand gehabt. Die haben da Großartiges geleistet. Die kamen wie so ein Bienenschwarm, kamen die ins Dorf und haben einfach nur gefragt, wo können wir helfen. Und dann haben wir ja verteilt in die einzelnen Häuser. Die haben wirklich super Arbeit gemacht, alle den Schutt raus, Schlamm raus. Und die waren sich für nichts zu schade. Und das ist einfach, wie sich jetzt sagt, dieses Gefühl zu sehen, da sind wildfremde Menschen. Wir hatten, da waren Stewardess, da waren Rechtsanwälte, Richter,
Also wirklich alle Berufsgruppen, die man sich vorstellen kann, die haben ihren Urlaub geopfert. Die kamen zu uns. Und auch wie ich jetzt die Bilder nochmal gesehen, das ist echt so berührend, wo man dann selber, also ja, man wird wirklich demütig. Und gleichzeitig hat man auch ein schlechtes Gewissen, weil man hat ja schon so oft auch im Fernsehen auch Katastrophen gesehen und halt nichts gemacht. Man ist nicht aktiv geworden. Man hat im Zweifelsfall umgeschaltet und war betroffen, aber hier in dieser Situation sind so viele Menschen zu uns gekommen, die uns wirklich geholfen haben. Wir hatten jeden Abend auch allen Grund, auch zu feiern. Das gehört auch dazu. Ich meine, jeder, der so im Rheinland mal gewesen ist, das ist auch ein ganz wichtiger Motivationsgen, dass wir jeden Abend haben wir uns selber gefeiert. Ich habe noch am gleichen Tag hier unseren Bierlieferanten angerufen. Hier, wir brauchen einen Kühlwagen, der muss immer voll sein. Und das war auch so. Ja. Und ja, ich sag mal, dieser Zusammenhalt, das zu spüren, dass man miteinander was schaffen kann, also wirklich, das waren ja wirklich Eimer, Ketten, Handarbeit, wirklich ganz einfache Tätigkeiten, die aber enorm wichtig sind, überhaupt mal diesen Unmengen an Unrat und Müll. Man kann sich das vorstellen, Sperrmüll im ganzen Dorf an einem Tag. So sah das bei uns aus. Da waren auch diese Halden von Müll. Und wir hatten eine Mulde, haben wir offiziell bekommen vom Abfallwirtschaftsdienst. Und die restlichen, ich weiß nicht, 100, 200 LKWs, auch Spediteure, die kamen, wir irgendwie waren die da. Und die haben dann mit Greifbaggern, 2, 3 Stück hatten wir, die haben den ganzen Tag das Zeug weggefahren, auch unentgeltlich. Und da habe ich denen auch nachher gesagt, das kann nicht sein, ihr kriegt das bezahlt, schreibt mir bitte eine Rechnung. Ne, weil das konnte ich ja auch dann stempeln, zack, und dann hätten die auch ihr Geld gekriegt. Aber die haben gesagt, nee, wir haben das freiwillig gemacht, wir wollten euch helfen. Und die haben wirklich da verzichtet auf richtig viel Geld. Das kostet Hunderttausende von Euro, die Unternehmer, auch die lokalen Unternehmer, die waren direkt da. Am nächsten Tag Bagger, alles war da. Wir haben die Löcher, die in der Straße waren, wo keiner mehr durchkam, dazugeschoben, dass man überhaupt mal auch die alten Leute, dass man da hinkam. Und das war alles unentgeltlich. Ich habe dann Rechnungen gekriegt über 25.